Wir stoppen die Abwärtsspirale Hamburgs als Kulturmetropole. Ich muss jetzt ein paar Sachen kurz zitieren, es geht aber ganz schnell, ich spreche schnell. Sie wollen Kultur auskömmlich finanzieren, heißt es da. Sie wollen auch alle möglichen anderen Sachen machen. Sie wollen Studiengebühren streichen, Kita-Gebührenerhöhung zurücknehmen, eine Grundsicherung für arbeitssuchende Künstler einführen, der Denkmalschutz soll gestärkt werden, nämlich ganz in dem Sinne, wie wir das eben schon gehört haben, jedes erkannte Denkmal soll dann auch rechtlich geschützt sein. Das heißt ja auch, man braucht da mehr Stellen. Etc. etc. Das Wahlprogramm ist voll mit lauter Ideen, was man, wofür man auch Geld ausgeben könnte. Machen Sie jetzt nicht das, was Sie der Linkspartei immer vorwerfen, nämlich eine Wünsch-dir-was-Politik, also so leere Wahlkampfversprechungen und alles Mögliche. Nein. Weil Sie es der Linkspartei nicht vorwerfen oder weil Sie was ganz anderes vorhaben? Das, was wir uns für unser Wahlprogramm überlegt haben, haben wir sehr sorgfältig diskutiert. Und auch wenn es einen bestimmten Spin gibt, der ein ganz bestimmter, sehr interessierter Interessenkreis etwas rechts von mir in die Welt setzt, wir haben keineswegs alles das, was wir uns auch gut vorstellen können, für Hamburg in unser Wahlprogramm aufgenommen. Weil es natürlich zu einer erwachsenen Gesellschaft und zu einer erwachsenen politischen Debatte dazugehört, dass man sagt, das eine geht, das andere geht nicht. Deshalb kann man auch sagen, die Dinge, die wir uns in unser Wahlprogramm dann aufgenommen haben, die wir dort sagen, von denen glauben wir, dass wir sie erreichen können und wollen das auch und werden das auch. Ja, das nehme ich mal an, das habe ich mir so, schon so gedacht. Aber gut. Aber dann hätten Sie ja nicht fragen müssen. Wenn wir so weitermachen, sind wir schnell fertig. Vielen Dank, Herr Scholz. Die Linke spricht im Wahlprogramm von einer Kultur für alle. Kultur für alle. Das heißt was? Also heißt das jetzt auch weg von der Elitenkultur? Dann wäre es ja auch vielleicht ganz gut, noch mehr Musicals in Hamburg anzusiedeln. Noch mehr Unterhaltung für die Breite. Was ist Kultur für alle? Was meint ihr damit? Ja, von alle. Guten Abend erstmal. Ich glaube, das Erste, was wir bei Kultur für alle schon mal erreicht haben, ist, dass Hamburg eine selbstbewusste Kulturszene insgesamt bekommen hat in den letzten Monaten, die immerhin in der Lage war, Neuwahlen zu erreichen und einen Senat zu stürzen. Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen dafür, für die Kultur auch in Zukunft. Was für Kultur für alle für mich bedeutet, sind zwei Sachen. Man braucht auf der einen Seite kulturelle Räume. Das bedeutet nicht unbedingt gleich mehr Geld, aber auf jeden Fall mehr Räume, die vorhanden sein müssen, damit man Kultur überhaupt leben kann, kulturell zusammen sein kann. Und wir haben auf der Landkarte von Hamburg noch etliche Leerflecken, die mir bisher aufgefallen sind. Ich finde, im Gängeviertel ist das weiter deutlich geworden. In vielen Stadtteilen gibt es dort etliches an Problemen. Das Zweite bedeutet aber auch, dass die Kultur erschwinglich sein muss für mehr Menschen, als es bisher da ist. Das ist so eine absolute Katastrophe, dass wir hohe Eintrittspreise haben bei den Museen, dass wir insgesamt aber dafür eigentlich nur 5% der Kosten dort abdecken, viele Leute aufgrund der hohen Eintrittspreise nicht reinkommen können. Da können wir von London lernen und in der Lage sein, zumindest ein, zwei Tage umsonst die Museen aufhaben, damit alle dort umsonst reingehen können. Das bedeutet auch, dass wir bestimmte Bereiche besser beackern müssen. Als einfällt, mir ist bei Altona beim Museum völlig aufgefallen, dass der Kinderolymp damit gefällt werden sollte. Dass beim Schauspielhaus, das junge Schauspielhaus gefährdet ist, dass wir also bestimmte Bereiche von Kinder- und Jugendkultur eben auch im anderen Bereich stärker beachten müssen als bisher. Zufälligerweise fiel das beim letzten Mal ziemlich ins Wasser. Danke. Die Zeit der Wahlgeschenke ist vorbei. Sowas muss man auch wahrscheinlich reinschreiben. Dann lese ich aber beim Thema Kulturpolitik, dass auch die GAL natürlich die Kultureinrichtung ausreichend finanzieren will, aber sie will sie auch dazu bringen, Zitat, mit interessanten Konzepten und Vorstellungen Besucher und Gäste abzuziehen. Zu den Museen heißt es zum Beispiel, die Museen müssen moderner werden und sich stärker an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Das heißt, einerseits offensichtlich tun sie das derzeit noch nicht in allen Fällen. Uns klingt aber auch so ein bisschen nach einem Damoklesschwert. Was nicht zieht, wird auch nicht finanziert oder muss eben sehen, wo es bleibt. Wie haben wir das zu verstehen? Also zum einen ist ja noch einiges da an, ich sage jetzt mal, Altlasten, die finanziert werden müssen, und das wird die GAL unterstützen. Das heißt auch, wir werden in der nächsten Woche die sogenannte große Bepackung haben im Haushalt,
wo auch vermutlich die ganzen Dinge, auch noch Intendanzverträge jenseits vom Schauspielhaus sind, wo es darum geht, eben die Schließung natürlich nicht zu machen, wo es darum geht, das Schauspielhaus entsprechend zu unterstützen. Das junge Schauspielhaus muss bleiben. Das ist eine ganz eindeutige Aussage unsererseits. Und es geht darum, die Stiftung Historische Museen auf solche Beine zu stellen, dass sie eben, obwohl sie auch ein paar Mal entschuldet worden ist in den letzten Jahren, aber trotzdem keine Planungssicherheit hat. Das heißt, es muss eine Planungssicherheit für die Einrichtungen erreicht werden und das geht. Das sind die Dinge, die wir machen wollen. Ich kann Ihnen jetzt nicht in Heller und Pfennig sagen, was ist nur, wir stehen dazu, dass eben auch das, was an übrigens vor 2008 alles an Versprechungen gemacht worden ist, dass wir dazu stehen und dass wir die entsprechend finanzieren müssen. Das sind auch zugesagte Verträge unter anderem. Aber das war nicht meine Frage. Meine Frage war, darüber gab es ja hier auch vorhin schon einiges an Missmut von der Bühne. Da wurde von der Ökonomisierung der Kultur gesprochen und davon, dass eben jetzt nicht quasi die kleinen, neuen Sachen gefördert werden, sondern dass man eher auf das setzt, was ohnehin populär ist. Und so ein bisschen klingt das bei der GAL auch so. Es eigentlich misst sich der Erfolg von Kultur daran, wie viele Leute dann reinkommen, wie viele Einnahmen generiert werden. Das war meine Frage. Also, dass die Häuser auch betriebswirtschaftlich agieren müssen, das wissen alle Häuser selbst. Und auch selbst das Altonaer Museum hat auch, und das hat Herr Hinrichsen selbst auch gesagt, dass man eine ganze Menge Ideen hat, was man verändern kann, verbessern kann. Und genauso wie, ich sag mal, Schulen nicht stehen bleiben dürfen und Schulfrieden kein Stillstand ist, ist auch in der Kultur eine Weiterentwicklung notwendig. Frau Baumann nickt, das ist vollkommen klar. Und Sie haben ja einen Strategiekreis, wo konzeptionell die gerade in der Stiftung Historische Museen weiterentwickelt werden muss. Und das ist auch, aber es geht hier nicht, und das ist das, was immer bösartig unterstellt wird, auch eben als natürlich über Ökonomisierung gesprochen wurde, und das ist ein Problem. Und natürlich wird Stadtteilkultur, Geschichtswerkstätten und viele andere Einrichtungen mehr, die auch mit viel Ehrenamt getragen werden, die sind nicht ökonomisiert. Die Geschichtswerkstätten müssen keine Einnahmen generieren, zum Beispiel. Und selbstverständlich gehören die genauso dazu zur Kultur. Das ist ja das Grundlegende, dass wir ein Kulturverständnis haben, dass es eben Kultur mehr ist als nur eben irgendwelche Besucher und Einnahmen, sondern dass Kultur ja eine unheimlich hohe integrative Kraft hat, dass es für die Einwanderungsstadt wichtig ist, dass das ein Teil der Gesellschaft ist. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Kulturverständnis insgesamt oder eine Bücherei, also die Bibliotheken, die sind nicht nur da, um Geld einzunehmen, sondern die Stadt zu versorgen, so wie wir unsere Schulbibliotheken neu errichtet haben mit der HÖB gemeinsam. Also es geht um ein neues Grundverständnis. Wir sind nicht die Kreativwirtschaftsstadt, das wird immer durcheinander geworfen. Und das ist das, was Sie mir jetzt gerade unterjubeln wollen. Nein, ich habe ja nur das Thema vorliegen. Es geht hier nicht auch um... Entschuldigung, ich lese mal vor. Ja? Die Museen müssen moderner werden, sich schreiben an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Ja, ist auch richtig. Das steht in Ihrem Wahlprogramm. Das ist ja auch, was ist da schlimm dran? Und was ist da schlimm dran? Und es muss aber möglich sein, dass die Museen auf Beine gestellt werden, dass sie für die nächsten Jahre eine Planungssicherheit haben und nicht von der Hand in den Mund leben. Und es ist natürlich viel diskutiert worden um Besucherzahlen. Und da ist immer vergessen worden, dass zum Beispiel die Kinder freien Eintritt haben. Dass die aber ins Altonaer Museum natürlich auch gehen, und zwar gerade die Schulen. Ja. Und insofern sind das alles Punkte, die mit bedacht werden müssen. Und zum Beispiel auch das Schauspielhaus, da ist ja immer darüber gesagt worden, die hätten so schlechte Besucherzahlen. Die haben die besten Besucherzahlen seit 1993. Also das sind alles Dinge, wo auch ein bisschen Klarheit und Wahrheit in diese Kultur und in den Kulturhaushalt muss, um da vernünftig in der Perspektive zu planen. Deshalb ist es ein Schuss voll Bug gewesen, ob das ein Unfall ist, ob das da... Aber Sie haben es mitgetragen. Wir haben das mitgetragen, wie gesagt. Aus heutiger Sicht waren das auch Fehler, die nicht dazu beigetragen haben. Genau. Vielen Dank. Olaf Scholz, die SPD spricht von einer Strategie des Konsolidierens und Investierens. Wir werden allerdings im Wahlprogramm Hafenstraße, Grünanlagen, Schulen, Hochschulen erwähnt. Da gibt es den Satz, Ausgaben für Kultur sind Investitionen in der Zukunft. Und etwas nebulös finde ich, wir kehren den Negativtrend von Kürzungen, Streichungen und Schließungen wieder um. Das klingt so ein bisschen so, als ob Sie eigentlich ganz froh sein können, dass Senator Studi Drecksarbeit gemacht hat, weil Sie in der Bundesverantwortung sind, ist ja jedes mehr an Kultur
auch etwas, was Sie sich an die Brust heften können. Wir wollen ja jetzt, oder hier, die Menschen wollen ja wissen, nimmt die SPD tatsächlich diese Kürzung zurück oder wie gehen Sie damit um? Da sind ja ein paar Stellen des Programms zusammengeschnitten worden, die an der einen Stelle und der anderen Stelle standen. Und deshalb will ich nochmal sehr ausdrücklich sagen, dass unser Wahlprogramm im Kulturteil mit einem Bekenntnis dazu beginnt, dass es sich bei der Kultur um eine Angelegenheit, die wichtig ist für unsere Freiheit, für die Demokratie, für das kritische Denken, dass es da keineswegs alles nur um Konsum geht, sondern auch um etwas, das dazu da ist, gegenzubürsten. Und dass ich glaube, dass jedes andere Verständnis von Kultur und Kulturpolitik, das letztendlich nur betriebswirtschaftliche, ökonomische und andere Kriterien kennt, vergisst, dass wir, wenn wir um Freiheit handeln, wenn wir über diese Fragen reden, über etwas ganz Grundsätzliches für unsere Gesellschaft reden. Und genau das ist die Leistung, die die Künste und die Kultur für unsere Gesellschaft haben. Und aus diesem Geist heraus muss Kultur, Politik und der Umgang mit Künstlern und Kultur in Hamburg auch erfolgen. Was Ihre konkrete Frage betrifft, ich bin nicht dankbar dafür, dass irgendjemand die Drecksarbeit gemacht hat, denn das war keine so zu bezeichnende Arbeit, es war einfach eine schlechte Arbeit und ich halte es für ganz verheerend, was dort geschehen ist. Mein Eindruck ist übrigens auch, dass ganz viel von dem, was bei dem Kulturgipfel dort dem anderen vereinbart worden ist, ein bisschen auch davon gelebt hat, dass ganz viele hoffen, dass ihre Institutionen es dann überleben bis zu einer neuen Bürgerschaftswahl, von der damals alle dachten, sie könnte etwas später sein, und dass dann viele von den Entscheidungen wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist auch aus meiner Sicht ein völlig berechtigtes Kalkül. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass zum Beispiel die Annahmen des Schauspielhauses, dass es mit dem Geld, das es dort vereinbart hat, nicht auskommen wird und man deshalb mindestens die Gelegenheit einen neuen Intendanten, eine Intendantin zu finden, nutzen muss, um mehr zu kriegen und vielleicht auch einfach ein anderes Wahlergebnis völlig berechtigt und richtig ist. Und dieses Kalkül wird auch aufgehen. Davon bin ich jedenfalls fest überzeugt und sollte auch. Und das Gleiche gilt etwa für die Stiftung Historische Museen. Jeder weiß, dass das, was dort vereinbart worden ist, nur ausreichen kann, um irgendwie ein bisschen über die Runden zu kommen. Bleibt es bei den dort vorgesehenen Kürzungen, würde letztendlich das Szenario, das in dem Kulturgipfel eine Rolle gespielt hat, sich nochmal wiederholen. Und deshalb muss es so sein, dass wir tatsächlich zu einer ausreichenden Finanzierung kommen, die sicherstellt, dass kein Museum geschlossen werden muss, sondern dass die ihren Betrieb fortsetzen kann. Das war ein klares Versprechen. Und übrigens, weil ja das Wahlversprechen in unserer Republik einen schlechten Ruf hat, ich finde, es muss eindeutig so sein, dass das, was man vor einer Wahl sagt, auch hinterher gilt. Und ich jedenfalls die Mitgehälter, die Kultur auch für unterfinanziert. Ich weiß, dass die SPD nicht unbedingt mit euch koalieren will, aber wäre die SPD, so wie sie jetzt aufgestellt ist, nicht ein guter Koalitionspartner eigentlich, um wieder eine solide Finanzierung für die Kunst hinzukriegen? Also ich bin mit den Antworten von Herrn Scholz bisher nicht so sehr zufrieden, wie viele hier sonst gewesen sind und auch wie Christoph Twickel das gemacht hat. Ich will das auch konkret sagen, warum. Mir ist aufgefallen an der Aufzählung, die heute im Hamburger Abendblatt stattgefunden hat, wo das Abendblatt fragt, wie kann man das alles Mögliche bezahlen, wurde alles Mögliche aufgezählt. Aber was nicht dort auftauchte, und das ist mir auch aufgefallen in den letzten Wochen in der Diskussion, war die Frage der auskömmlichen Finanzierung der Kultur. Dafür wurde dort kein Posten festgesetzt. Und selbst das Abendblatt, das kann man lange diskutieren, ob das ausreicht oder nicht, führte diese Frage überhaupt nicht auf. Das, Herr Scholz, was Sie eben aufgeführt haben, waren auch Äußerungen, die ich gut kenne aus dem Kulturausschuss. Dort gibt es eine Studie, die von der CDU sehr stark unterstützt worden ist, die sagte, die Museen müssen auskömmlich finanziert werden, damit sie in der Lage sind, weiterhin zu existieren. Haben alle gesagt, ja, mit Begeisterung. Herr Stutt hat das übrigens auch gesagt. Dann war aber die Frage, können dazu Ausstellungen zusätzlich gemacht haben. Und das können wir mit dem gegenwärtigen Budget nicht. Das heißt, wird es mehr Geld geben für die Museen, damit sie in der Lage sind, eine lebendige Kultur dort zu machen und nicht nur die normalen Sammlungen zu zeigen, sondern auch zusätzliche Ausstellungen. Und das ist dasjenige, was in den Museen entscheidend ist und übrigens auch in allen anderen Sachen. Weil das Problem der Institutionen in Hamburg alleine, der Kulturlandschaft sowieso, aber der Institutionen ist, dass sie seit 10, 15 Jahren mit Festbeträgen agieren und dementsprechend die Inflation aus sich heraus bezahlen müssen und deswegen unterfinanziert sind. Und das ist die Frage der Aufgabe für Kultur und dementsprechend waren Ihre Antworten sehr schön, aber leider zu schwach. Sie haben das Problem nicht benannt. Zurückgespielt.